Hallo zusammen. Der dritte Tag, an dem wir unsere natürliche Hefe, unseren Lievito Naturale auffrischen, damit weitermachen, ist jetzt. Und dazu machen wir dasselbe, wie wir schon die letzten zwei Tage oder am gestrigen Tag gemacht haben. Wir füttern diesen Teig wieder mit Mehl, frischem Mehl und mit Wasser. Zu den gleichen Verhältnissen wieder, also ein Teil Mehl, ein halber Teil Wasser. Und das bedeutet jetzt in diesem Fall, dass wir zu diesem Teig 200 Gramm Mehl dazugeben müssen und 100 Milliliter Wasser. Warum? Wir haben am ersten Tag 100 Gramm Mehl, 50 Milliliter Wasser. Am zweiten Tag dieselbe Menge Mehl, also wieder 100 Gramm Mehl, 50 Milliliter Wasser. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt im Teig 200 Gramm Mehl und 100 Milliliter Wasser drin. Und diese gleiche Menge werden wir jetzt weitermachen. Das heißt, heute müssen wir 200 Gramm Mehl dazugeben und 100 Milliliter Wasser. Was man jetzt machen könnte, das werden wir vielleicht morgen machen, ist die Teigmenge zu halbieren und dann wieder mit 100 Gramm Mehl und 50 Milliliter Wasser weitermachen. Weil wir bekommen sonst so eine große Menge an Lievito Naturale, den wir nicht verarbeiten können. Es ist völlig normal, dass man bei der Herstellung von dem Teig immer wieder Teile des Teiges wegtut, um die Menge einigermaßen in den Griff zu haben. Aber das machen wir morgen. Ich erkläre dann auch morgen, was man mit diesem Teig machen kann, ohne dass man ihn entsorgen muss. Okay, wir starten. Hier habe ich ein Brot gemacht heute wieder aus einem bereits von mir gezogenen Lievito Naturale. Und das werden wir dann auch gemeinsam machen, wenn wir das mal fertig haben. Und so schaut der dann aus, im Tuch eingewickelt. Das Tuch hat einigermaßen Spannung, der Teig darunter auch. So ein Teig, den könnten wir dann hier machen, hernehmen für die Brotherstellung. Wir sind aber jetzt noch nicht ganz so weit. Bei uns sieht das Ganze noch so aus. Lockerung ist noch keine vorhanden. Es ist ja weich geworden wieder. Das ist völlig normal. Die Inhaltsstoffe werden abgebaut durch Enzymatik, durch ein gewisses Leben, was schon drin ist. Aber Gärtätigkeit haben wir hier noch keine. Und hier tun wir jetzt wieder Mehl, 200 Gramm Mehl. 100 Milliliter Wasser, rühren wir wieder an. So, und jetzt gehen wir ihn wieder in eine Schüssel, decken das Ganze mit einem wirklich nassen Tuch ab und schauen und lassen ihn gären. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bleibt dabei, habt Geduld, die brauchen wir für sowas, aber dann werden wir irgendwann ein ganz schönes Ergebnis kriegen. Besten Dank, tschüss.